Did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you marry? Did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you Ich habe von der Siglinde, die hat mir wieder eine Geschichte gegeben. Und ja, das hilft mir, kann es halt nicht lausen. Ich muss halt unter Geschichte ein wenig drin basteln. Und ich habe es ein wenig umgeschrieben. Das passt eigentlich schön auf Bandstar. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe es auch in unserer Sprache geschrieben. Ich weiß nicht, ob der Pfarrer uns dann nicht versteht. Aber naja, ich meine, wir sind halt Frankenwälder, ne, und die Preisen, die müssen halt noch ein wenig die Ohren spitzen. Rechts vom Pult, zwar und zwar, hintereinander sitzen die Buben, links die Madler der ersten Klasse. Ich sitze hinter der Bank neben der Sabine, die ich beneid, weil sie an Schulranzen hat vom Moor aus Nala. Der Ofen gleht, die Schritt vor die Leit und die Raven der Autos vom Fenster dämpfte frisch fallender Schnee. Es war vor Weihnachten. Der Lehrer Fiedler erzählt die Geschichte der Herbertsuche in Bethlehem. In der Bibel steht nur ein Satzgräber, aber was hat der Lehrer Fiedler draus gemacht? Er setzt sich mit gekreizten Bahnen auf den Pult, nimmt die Pfeifen auf die See und beginnt. Ja, damals kommt Maria und Josef auch durch Bernstar. Das war schon finster, als die Straßen Richtung Bernstar hinzogen sind. Maria saß auf dem Esel, Josef ist vorausgegangen und hat mit den Stecken die Schneepfosten gesickt für eine Welt. Maria hat gesagt, ich hab Hunger und bin mei. Josef sagt, im ersten Wirtshaus werden wir schon schlafen. In Monreit vom Wirtshaus Waldlust hat der Josef den Esel festgebunden, hat seine Stiefel sauber gemacht und ist reingegangen. Die Resi, ihr kennt sie alle, stand hinter der Degen und hat gerade die Gläser sauber gemacht. Josef fragt, hast du ein Zimmer für uns zwar? Nie zu teuer. Resi, wo dem Dach mit einer linken Fuß aufgestanden ist, hat gesagt, wir haben eins, aber das ist schon voll, tut mir leid. Josef hat den Esel am Häufter genommen und ist weiter Richtung Oberlabertsbreich zum Gasthaus Waldfrieden. Erschrocken ist er unter der Tür stehen geblieben. Denn Uli Tisch
von vornehmer Herrn mit weißen Grauen und weißer Manschetten. Das waren die Gmetter, die die Feller vermessen sind. Heinz der Wirt hat den Josef gesehen und ist schnell hingegangen, weil er nicht wollte, dass die Männer gestört werden. Na, mein Lieber, das geht nicht. Bei mir nicht. Aber geh noch beim Star und frech im Wirtshaus zum Rodochtal. Die haben ein Extrazimmer für Handwerksleute. Vielleicht kostet du. Das mit dem Extrazimmer hat er extra laut gesagt, damit die Gemälde das gehört. Im Wirtshaus zum Rodochtal, die Weberspecken waren freundlich zum Josef. Die haben gesagt, aber beim besten Willen, es geht nicht. Das Handwerkszimmer ist schon voll. Da ist der Eberhard drinnen, der ist gerade weit weg hergekommen von einem großen Joch. Sonst hätten wir gerne ein Zimmer gestellt. Danke, hat Josef gesagt. Guter Nacht und guter Reis, haben die Weberspecken gesagt. Auch im nächsten Wirtshaus im Sportheim haben Maria und Josef kein Glück gehabt. Die Lichter waren schon aus und als Josef mit einer Stecken gegen die Tür geschlagen hat, ist Oma Fenster aufgegangen und eins hat rausgeschrien. Was ist denn da los? Was sind denn das für Manieren? Haben Sie ein Zimmer für meine Frau und mich? Meine Frau ist krank. Vielleicht hat sie Fieber, hat Josef geschrien. Scher euch fort. Ich hau kein Zimmer für Vagabunden, hat es vor umgestiegen und hat das Fenster zugeschlagen. Josef war traurig. Maria hat den Schal über den Kopf geschlagen und hat gesagt, vielleicht gibt es ja noch ein Wirtshaus da unten stehen. Der Lehrer Fiedler hat mich umgeschlagen. Alla Bum und Madler haben die Gesichter zu mir gedreht. Die haben nämlich gewusst, das letzte Wirtshaus, bevor das Dorf zu Ende ist, das war mir. Die Quetschen, Gasthaus zum Roman Stelzen. Mir ist das Blut in einer Kopf gestehen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich hinschaue selbst. Na Silvia, hat der Lehrer gefragt, was hättest denn du gemacht, wenn Josef bei euch Herberg gesucht hätte? Ich bin aufgestanden und hochgestorben. Oh, Herr Lehrer, ich hätte es auch bestimmt neingelaufen. Die Wirkung der Geschichte, die war tief. Wir haben den Erwärtsleitner, die Maria und Josef aufgewiesen haben, Rache geschworen. Die Fensterscheiben wollten wir neinwerfen, Knallfrösch wollten wir anzünden und so weiter. 2-3 Jahre sind vergangen, heilig Antwort da. Wir, meine Geschwister und ich, haben in der Wertstumm auf die Bescherung gewartet. Erst mussten die Leute gehen, die Lässlinger, die nicht einmal am Heiligabend daheim sah wollen. Am Stammtisch waren sie gesessen und haben noch einen Wein und ein Bier bestellt und noch einen Schnaps. Endlich ist der Handler, mein Vater, ungeduldig geworden und hat gesagt, Schluss, Feierabend, geht jetzt, wenigstens heute. Nacheinander haben sie abgezahlt und sind gegangen. Hinterm letzten war der Handler zuspannt, als auf der Straße noch ein Auto gehalten hat. Ein Mann und eine Frau sind hergekommen und haben auf meinen Vater eingeredet. Eigentlich wollten sie auch noch hochfahren, doch der Mann hat gesagt. Aber die Straßen waren spiegelglatt und seine Frau ist nicht gut gegangen. Hoffentlich verfehlt. Es ist Heiligabend, hat mein Vater gesagt. Die Kinder warten auf die Bescherung. Vielleicht werden sie auch weitergefahren, aber mein Vater hat es auch nicht gelassen und hat gesagt, gut, es geht, alle Zimmer sind frei. Ich, der alles gehört hat, war weh. Naja, Gäste machen Erbe. Aber alle wollen sie noch was zu essen haben. Das Zimmer muss gewärmt werden und wir wollen weder nicht allein. Ich bin weggegangen und bin auf einer zweiten Stock einmal zu. Ich habe einen Schlüssel im Dreh, habe mich aufs Bett geworfen und habe gegrinnen. Habe noch lauter gegrinnen als meine Mutter die Elsbett und die Tür geklopft hat, dass ich aufschließen soll und nachkommen zur Bescherung. Ich habe kein Wort gesagt. Später habe ich Schritt gehört. Das war der Handler. Als er an die Tür geklopft hat, bin ich schnell aufgestanden. Von meinem Vater, da war ich schon angekommen.
Der war aber ganz ruhig und seine Stimme hat sanft gelungen, sanfter als sonst. Er hat seine Hand auf meinen Kopf gelegt und hat mich gefragt. Du kennst doch die Geschichte von Bethlehem, von Maria und Josef, als er nach einer Herberge gesucht hat. Und alle haben sie angewiesen. Oh ja, ich hau die Geschichte kennt und hau mich geschämt, jetzt da drüber erinnert zu werden. Als ich nach der Wirtstunde gekommen bin, hat der Ralf gerade Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt. Die Kerzen am Baum haben schon gebrennt und die Tannenzweige haben geduftet wie immer. Die Fremmer haben an den Tisch vom Fenster gesessen, die haben die Messer und die Gabeln weggelegt, haben zu uns neben geschaut und haben Arme gezogen. Ein schöner Weihnachtsabend mit dem Horn. Ich habe einen Puppensturm gekriegt und einen ärmellosen Smieder und einen Witzen mit Bommel. Wertvoller war jedoch die Erkenntnis, die mir gleichfalls geschenkt worden ist. Wie schwer es ist, Gutes, von dem man gehört hat, auch zu tun. Danke. Freut euch auf